So, Freunde, zurück zu The Witcher. Also willkommen zurück zu The Witcher. Und zurück zu The Witcher, wie auch immer. Wir spielen Quint und ich bin gerade in so einem Höhenflug, weil wir schon ein paar Mal gewonnen haben. Plötze! Sei mein Höhenflugtier. Komm her. Brave Plötze. Geh doch von hinten. Heya! Das klang komisch. Es ist schön, wir gewinnen. Wir haben eine 10er-Karte gerade noch für unseren nördlichen Königreich bekommen. Verdammter Magier. Ihr wisst ja, der Norden sind die Könige, der Süden sind die Kaiserlichen. Königlichen und Kaiserlichen, richtig. Und jetzt müssen wir hier irgendwie aus der Stadt rausfinden. Wir können hier sogar galoppieren. Das geht sonst in der Stadt eigentlich nicht, genau. Oh, ist das schön. Ist das schön, wenn man mal gewinnt. Das Quint gewinnt. Ich fange schon an zu reimen. Ich muss jetzt dann unbedingt eine Pause machen. Sonst laber ich euch nur noch zu. Entschuldigung. Also weg! Ist nackig! Rette mich! Quest! Was? Quest. Ich muss zum Brunnen. Was soll denn das? Ich glaube, die Dame legt keinen Wert mehr auf eure Begleitung. Dame? Welche Dame? Hast du die Ohren gesehen? Elfen. Jedes Kind weiß, dass Elfen nichts Gutes im Schilde führen. Ich führe nichts im Schilde, ich schwör's. Ich möchte nur Wasser holen. Und wie willst du Wasser holen? Wo ist dein Krug, hä? Wo ist dein Eimer? Erzähl die Wahrheit, nö. Lasst sie in Ruhe. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen, hä? Lass uns gehen, Radi. Töten ist wie ein Wimpernzucken für Hexer. Mhm. Hieß der gerade Ravi? Das ist aber nicht der, den wir gerettet haben, du oder? Du kannst durchatmen. Es ist vorbei. Vorbei? Für dich vielleicht. Du ziehst fröhlich weiter. Aber ich werde hierbleiben müssen. Und sie auch. Hallo? Hör auf, so viel Dankbarkeit ist zu viel für mich. Was für Manieren. Da sind uns die älteren Rassen wirklich um einiges voraus. Was erwartest du denn? Bezahlung? Oder dass ich dir in die Arme falle und vielleicht die Beine für dich breit mache? Yep. Geh, wat gern. Und vergiss nicht, wir wollen und brauchen dein Mitleid nicht. Darf ich sie töten? Darf ich? Bitte? Hat nicht nach Regen ausgesehen. Betsy! Ich, eine Hexe! Ich... Ich habe nur Salben angerührt für meine schmerzenden Knochen. Du bist sie an. Noch ein Liter. Weiter so, Plätze. So eine blöde Kuh. Schneller. Wie soll sie denn schneller über das Mini-Brückchen? Das geht doch gar nicht. Ich hassen sie auch. Halt! Ja, so geht's auch. Vorsicht, Leute! Da ist Wasser. Vorsicht, Wölfe, mein Pferdchen. Geralt hat im Buch auch mein Pferdchen zu Plötze gesagt. Und im Film hat die Plötze jedes Mal eine andere Farbe. Das ist gruselig. Was macht Geralt mit seinen Pferden? Arme Plötze, Entschuldigung. Adiebel Eb Arse. Selber. So, wer ist denn der? Bist du das? Ja. Du bist es. Hallo. Ich werde dich niemals vergessen. Abermals, vielen Dank. Gerne. Endlich mal netter Elf. Ich würde gerne sehen, was du zu verkaufen hast. Wer hat der Karten zu verkaufen? Nein, schade. Schade. Aber Fackeln. Fackeln können wir mal brauchen. Die sind cool. Ich mag Fackeln. Hä? Was haben wir dem gerade verkauft? Und wieso hat er 7000 Gold? Alter! Was haben wir dem gerade verkauft? Ich wollte das Zeug hier verkaufen. Er hat 7000 Gold. Wir werden endlich unser ganzen Scheiß los. Juhu. Was kostet ein Schwert? 900, Alter. Hat aber gut Schaden. So richtig gut. Hier komme ich öfter her. Gefällt's mir. Halt! Zwergenschnaps dürfen wir nicht verkaufen. Damit machen wir unsere Schwalbe.
Ja gut, wir haben 1000 Zwergenschnaps da oben und hier hatten wir gerade noch mehr. Aber wir werden endlich unser Zeug los. Wir finden schon wieder was. Ist ja cool. So, jetzt gibt es erstmal keine Schwalben mehr. Scheiße. Der hat echt genug Gold für alles. Für alles. Wie geil. Wollen wir hier auch was verkaufen? Nee, wir brauchen ja nicht wirklich Gold. Das heißt nicht wirklich, wir brauchen kein Gold. Von daher. Von denen vielleicht mal ein paar. Einfrieren mag ich eh nicht. Looten auch nicht. Zeichenintensität auch nicht. Irden? Nein. Einfrieren? Nein. Nein. Kommt drauf an, was ist es denn? Vergiften? Nee. Adrenalin? Irden? Adrenalin? Axi benutze ich auch nicht. Okay, jetzt hat er kein Gold mehr. Wow, schön. Du kennst mich? Woher? Wir sind uns vor langer Zeit im Brokilon begegnet. Oh. Möglich, aber ich kann mich nicht entsinnen. Kein Wunder. Du warst damals schwer verwundet. Ohne die Dryaden hättest du es wohl nicht geschafft. Das ist lange her. So lange, dass es auch in einem anderen Leben gewesen sein könnte. Was vielleicht sogar hinkommt. Spielst du Gwind? Hast du denn sonst niemanden zum Spielen? Ich spiele immer gern gegen neue Leute. Na gut. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich spiele gegen dich. Und setze sogar eine meiner einzigartigen Karten. Der spielt sicher Skoyatel. Moment kurz. Hör mal, lass uns später spielen. Ich muss nochmal speichern, nachdem wir jetzt super viel verkauft haben. Sei gegrüßt, Gwynblade. Willst du was kaufen? Endlich können wir wieder einfach so Zeug einsammeln. Willst du Revanche? Warum nicht? Du hast doch gar nicht verloren. Nimm schon mal die Karten raus. So, wir haben den da. Jo. Und die müssen weg. Zumindest mal einer. Drei sind einfach zu viel. Jo, der darf zuerst beginnen. Das ist das Goyatel-Vorteil. Die kann weg. Sigi, du kannst auch weg. Gegen eine Vierer, toll. Wir haben den Tröterich nicht. Nein. Aber wir haben einen Spitzel. Okay. Mit dem an. Er passt. So was habe ich mir gedacht. Deshalb spielen wir jetzt den Spion. Wobei, wir könnten die erste Runde gewinnen. Das ist dem sein Ernst. Immer noch kein Tröterich. Aber der zweite. Cool. Cool, cool, cool. 10 zu 4. Das heißt, wir brauchen eine 7er. Oder? Haha, oder? Schlechtes Wetter. Wie steht's dann? 2 zu 4? 2 zu 1. Shit. Steht's 2 zu 1. Sollen wir echt die beiden? Wir können sie später wiederholen. Stimmt. So, jetzt können wir passen. Die können wir uns dann direkt wiederholen. Ja. Ja, der hat keine Chance, fürchte ich. Also, cool, aber... armes Kerlchen. Passt auf, das fangen wir jetzt gleich am Anfang an. Wir können Sonnenschein machen. Was kann sie? Weiß ich gar nicht. Der hat Kumpels. Shit, der hat Kumpels. Ah, stimmt, die Elfen sind die begnadeten Schützen, richtig? So, wir haben keinen Nebel, aber wir holen jetzt mal die Typen wieder. Mit ihr machen wir dasselbe. Oh, shit. Rüstet auch ganz schön auf, hey? Muss ich sagen, nicht schlecht. Beide noch 7 Karten. Wir kriegen jetzt noch eine dazu.
Puh, sind's wieder 16. Die beiden sind schon auch geil, muss man sagen. Der hat die Cirilla. 15! Der hat die Cirilla. Gerard wird jetzt wahrscheinlich gerade weinen. Boah, scheiße. Zum Glück hat die kein Plus. Das ist etwas ein Problem, glaube ich. Das haben wir aber sowieso. Der Typ ist relativ heftig. Hey, 15 Punkte auf eine Karte. So was Unfaires. Nein, der hat auch einen Kumpel. Ich baller den jetzt so mit Helden, dass er kotzt. Bis er kotzt. Die ist jetzt nicht so gut. Ha! Sonnenschein. Wie kann es eigentlich gleichzeitig regnen, schneien und neblig sein? Hat sich da schon mal jemand Gedanken drüber gemacht? Alter, er sitzt immer noch eins hinterher. Aber scheiße. Wir haben eine Karte mehr wie er. Ja, ist okay. Schönes Wetter, ne? Ich will gewinnen. 70, 76, wie geil. Er hat gepasst. Dann können wir die Runde jetzt beenden, ne? Okay. Egal. Ich hätte so auf einen Sieg gehofft. Sei es drum. Du hast die Karte ehrlich gewonnen. Dankeschön. Die Cirilla, oder? Oh, krass. Krass. Ist die jetzt in dem Kartensatz schon drin, oder? Ja, Alter. Abartig, Freunde. Und jetzt können wir wahrscheinlich... falsch, hier würde ich hin. Jetzt können wir wahrscheinlich dieses kein Duell, sondern ein, ne? Wie heißt es denn? Nee. Es fehlt immer noch eine. Das dachte ich, dass wir jetzt dieses Duell machen können. Dieses... Ah, nicht Duell. Wie heißt das andere? Ich hab vergessen, wie es heißt. Uns fehlt eine Karte, scheiße. Die müssen wahrscheinlich ins Gellige gewinnen. Aktuelle Stärke deiner Sammlung. Tja, geht halt einfach nicht. Mach mal die hier. Duell. Nein, kein Duell. Das mit mehreren Leuten. Ein Finale, Halbfinale. Nee, das andere. Wie heißt denn das? Wenn ganz viele gegeneinander spielen. Ach, ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich. 1200 Meter, das reiten wir. Es ist doch auf dem Land, oder? Oder ist es im Novigrad? Cool, der Händler ist jetzt eingezeichnet. Das ist bei Ochsenfurt. Oh, dahin zu reiten ist ungemütlich. Gehen wir doch lieber zum Schild. Zum Hafentor. Duell. Nein, kein Duell. Ein... Wettkampf. Ja, ich komme der Sache näher. Kein Wettkampf, sondern ein... Was? Aber wir haben nichts mehr zu verkaufen. Wie geil. Nur noch ein paar Runen. Fertig, ganz ruhig. Beweg dich. Kein Wettkampf, sondern Turnier. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe das Wort entdeckt. Turnier. Das Turnier mit den Quintkarten. Das können wir noch nicht machen, weil uns eine fehlt. Mehr wollte ich euch doch gar nicht mitteilen. Plötzlich, du stehst am Schild. Oh, wie geil. Also... Jetzt wieder chillen. Jetzt machen wir hier ernsthaft Ochsenfurt quetscht. Da schwimmen wir schnell rüber. Oh Mann, wir haben echt gewonnen. Also, ich bin beeindruckt. Ja, von mir selbst. Also, ach, die 87. Folge haben wir schon. So, jetzt muss man da rüber schwimmen. Wenn man ins Wasser platscht. Schönes Wetter. Ein bewölkter Sonnenuntergang, das hat was. Ihr könnt jetzt das Boot nehmen, aber es lohnt sich nicht mehr. Ist ja schon Land in Sicht.
Wir müssen jetzt übrigens wieder fleißig Pflanzen sammeln, damit wir Schwalben nachbekommen, wenn wir meditieren. Glaube ich zumindest. Wir werden wahrscheinlich die Zutaten dafür benötigen. Trinken wie so viel noch nie. Drei Nacht in Valkyrie. Ah, das ist der Troll, der Lieder singt. Ihr Schwert und Knechtel knack. Tötet Milfgard Lumpenpack. Ist ja geil. Wir zittern schon die Knie. Hier kommt Linda Kavallerie. Ich glaube, ich ziehe lieber unsere Rüstung an. Hallo Felstroll, wie heißt du? Du, Menschling. Hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang, kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Ach so. Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Raluwit. Befehl, Boote bewachen. So. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich, Boote bewachen, sagen Redania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen, Boote. Was? Ja, das macht keinen Sinn. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt, Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Oh. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht, Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll, hör zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los. Ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht. Aber alle fallen um. Auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Oh je. Für dich auch? Nein, danke. Nein, danke. Ja. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldatenfreunde nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Ich mag den. Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch Soldat? Ja. Nein. Nee. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe, du bringst Farbe. Okay. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Ach so. Geh, ich bewache Boote. Okay, das können wir so machen. Ah, wir haben die schon, gut. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Schön. Und jetzt? Was ist denn? Falsche Farbe? Ja, aber weiß nicht wie. Oh. Das könnte ein Problem sein. Scheiße. Menschling weiß wie. Mein Befehl, er wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an, was? Vogel malen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Oh, ja. Es ist besser, wenn du das machst. Oh, wie geil, wir malen jetzt. Geil. Geralt malt jetzt einen Vogel. Passt auf. Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Oh. Vogel toll. Ja. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut. Ja.
Ja. Nicht wie andere. Danke. Bitte. Mein Schatzi. Komm und Gott. Gerald kann gut malen. Ich kann nicht mehr. Und jetzt ist Suppe mit Menschenfleisch. Dabei bin ich bei dir für alle Ehre. Lass ihn doch singen, wenn es ihm Spaß macht. Dabei ihnen nicht bei dir für alle Ehre. Oh, Greifrüstung. Gut, gut, gut. Aber ich glaube, Belohnung kriegt man dafür jetzt keine. Wir haben halt den Vogel gemalt. Wo ist denn der? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Da hinten hinter ihm. Ich kann nicht mehr. Oh, ist das schön, Geralt. Du bist so lieb. Ich bin so lieb. Wir sind so lieb. Oh, ich kann nicht mehr. Freunde, ich habe jetzt noch 10 Minuten für diese Folge. Danach brauche ich echt eine Pause. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ihr kennt das ja. So. Oh. Das ist Skellige. Skellige Kabarett, das ist Rittersporn. Oh Gott, ja, wir müssen es tun. Auch für Rittersporn tun wir, was wir tun müssen. Ist das schön. Da wird echt ein scheiß Vogel gemalt. Wie sieht denn der wirklich aus? Ich weiß gar nicht mehr. Vor allem die Flügel. Ey, ohne Witz. Der Vogel. Aber ist nicht schlecht, eigentlich. Dafür, dass das mit Pinsel auch noch gemalt ist. Ich finde persönlich, Pinsel ist das Schwerste überhaupt. Bleistift etc. geht. Geht alles. Kulli am liebsten. Aber Pinsel ist übel. Gestern auch ein Pinselbild gemalt. Ist ganz okay. Ich hab von dir gehört. Ja? Ich bin der, der den Hexer spielt. Also... Die den Hexer spielt. Und ihr seid die, die der zuschauen, wie er den Hexer spielt. Jetzt hat's gestimmt. Wieder dieses Ziehen im Rücken. Wieder. Ich dachte, das wäre wieder gut. Von wegen. Oh, endlich brauchen wir keine Händler mehr suchen, Freunde. Endlich. Ah, wie schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Nee, ich danke. Damit... Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Ja, du, aber Rittersporn? Ich weiß ja nicht. Ich mag wieder mein Hemd. Schön, schön. Schön, schön. Oh, Freunde. Ja? Sieh dir die Mutanten an. Wir hätten eigentlich laden müssen und schauen müssen, wie der Vogel wird, wenn der Troll den malt. Wahrscheinlich genauso. Ah, wunderschön. Oder er sagt einfach, kann ich malen, mach du. Mann, könnte ich mir auch vorstellen. Oh, wie schön. Ist das schön. Ein Vogel gemalt. Also jetzt benimm dich. Ja. Entschuldigung. Was auch immer wir falsch gemacht haben. Entschuldigung. Bin ich falsch gelaufen? Nö, passt. Auf 40 Meter. Da ist dann das Thymian und Enzian und was weiß ich alles, wie es heißt. Ach so? Wir sind wieder... Wirklich, alle Wege führen zur Passiflora. Stimmt schon. Ah, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Der er ist. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Was? Ey, ich versuch's jetzt nur mal, Freunde, die drei zu nehmen. Rittersporn, das wird nicht klappen. Doch, natürlich. Du wirst schon sehen. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst.
Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Was? Wir haben weiße Haare. Wie soll das gehen? Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Und dann auch nicht so schnell! Die Kette! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung! Rittersporn? Fürwahr! Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den roten Rächer hat. Oh, bitte! Oh nein, nicht der rote Rächer! Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest! Ja. Du bist besser, als ich dachte. Ja, ich dachte... Der rote Rächer triumphiert erneut. Mein Held, ist alles in Ordnung? Ein Streich fand sein Ziel. Eine Narbe für die Sammlung. Komm doch rein, ich verbinde dich. Ich kann nicht mehr. Fort mit dir, mieser Bandit! Sonst wird's dir der rote Rächer zeigen! Ich kann nicht mehr! Freunde, ich brauche eine Pause! Die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer als die anderen, aber... Boah, es tut mir leid, ich kann echt nicht mehr! Der rote Rächer! Oh nein, der rote Rächer! Barbier! Oh, ich kann nicht mehr! Wir sehen uns! Wir sehen uns zur nächsten Folge von Dutcher. Ich brauche eine Pause, echt, es geht nicht mehr. Der rote Rächer, oh nein. Tschüss.